So, jetzt ist es soweit. Die USS Reliant ist endlich fertig. Die Krallen sind alle drauf. Ich habe den ganzen noch einen leichten Wasch verpasst. Und zwar habe ich schon ja, diese Revell Acrylfarbe genommen und habe die ordentlich mit Wasser verdünnt, dass sie sich schön in die Linien reinzieht. Sieht man es? Ja. So. Jetzt mal noch eine Seite noch einmal zeigen. Ihr seht, die Krallen sind alle drauf. Einzige, was ich an diesem Bausatz nicht so schön finde, sind die Fenster. Die wirken etwas billig. Halt wie Fliegenkleckse, was ich im ersten Video schon gesagt hatte. Aber im Großen und Ganzen hat mir dieser Bausatz sehr viel Spaß gemacht. Das eigentliche Zusammenbauen hat nur circa 20 Minuten gedauert, weil es ein Snap-Bausatz war. Die Passform war super. Also da kann man eigentlich nichts zu sagen. Ich musste sehr, sehr wenig nachspachteln. Die meiste Zeit hat halt die Lackierung gefressen. Ich glaube, es waren so um die 30 Stunden jetzt. Also wenn ich jetzt dieses Aztekenmuster berücksichtige, da hat ja das Maskieren schon 20 Stunden gefressen. Gut, ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Freude an diesem kleinen Baubericht, meinen ersten Baubericht zu einem kompletten Modell. Gleich im Anschluss werden noch ein paar schöne Fotos folgen. In diesem Sinne bedanke ich mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.